Wie war denn die Atmosphäre in der Stadt Anfang des Jahres 45? Ging es da, war das schon ein einziges Chaos? Wie muss man sich das vorstellen? Es war also in Berlin Anfang des Jahres 45, würde ich sagen, war nicht ein einziges Chaos. Es war durch die Bombenangriffe ein ständiges in den Keller rennen, Auflösungsprozesse. Aber die Nazis hatten das ja immer noch im Griff. Und Goebbels fuhr herum, verteilte Bonbons an die Kinder auf der Straße. Es war, ich kann nicht sagen, dass es ein totales Chaos war. Aber sie waren natürlich laufend im Keller. Und die Leute, die bei uns untergetaucht waren, kamen auch in der Zeit in den Keller und wir zogen auch selber in den Keller, weil man gar nicht mehr anders konnte wegen der dauernden Angriffe. Ich sehe das heute aus meiner Erinnerung, sehe ich das alles nicht so schlimm, wie das viele vielleicht gesehen haben, die auf der anderen Seite standen und für die jetzt der Zusammenbruch ganz nahe war. Für uns kam der Tag der Befreiung und die Leute, die bei uns untergetaucht waren, die waren wahrscheinlich gerettet, wenn es gut ging. Und darum habe ich nicht das Gefühl von der Katastrophenstimmung, sondern die einzige Katastrophe, die auf uns zukam, war die, dass Berlin bis zum Letzten verteidigt wurde. Und da haben wir dann die mit den Widerstandsgruppen Ernst, es war eine sozialistische Gruppe, haben wir die Nein-Aktion gemacht. Es war allerdings erst, nicht im Winter, sondern erst im April. Die Nein-Aktion waren eine Idee von den Widerstandsgruppen Ernst, mit denen wir Kontakt aufgenommen hatten, die das auch organisiert haben und wir haben da mitgemacht. Und da war es so, dass in der ersten Nacht überall in der Stadt ein Nein angeschrieben werden sollte, Nein zur Verteidigung. Und das klappte fabelhaft. Es war den ganzen Kurfürstendamm runter das Nein, die Schlossstraße runter in Steglitz das Nein. Ich selber habe am Titania-Palast noch früh im Morgengrauen Nein hingemalt und hatte überhaupt keine Angst. Ich hatte einen Ausweis in der Tasche, auf dem stand PG Karin Friedrich ist für die Partei unterwegs in einem im Auftrag der Partei für eine Propagandasache. Und ich habe also riesen Neins hingemalt, die Leute gingen schon zur Straßenbahn. Keiner hat es irgendwie merkwürdig gefunden. Goebbels war natürlich alarmiert und die haben dann am nächsten, noch am gleichen Tag, nach dieser Nacht, wo wir die Neins hingemalt haben, haben die, wo es ging, drüber geschrieben, kapitulieren, Fragezeichen, Nein. Das war natürlich fatal, denn unsere Flugblätter, die kamen dann erst am nächsten, in der nächsten Nacht. Und da war nun sehr viel Polizei unterwegs, auf Motorrädern mit Scheinwerfern, die so über die ganze Straße leuchten konnten. Und wir hatten, es war ja viel primitiver, als es heute ist, ich hatte in der einen Tasche so ein Glas mit Leim und einen Pinsel und in der anderen Tasche die Flugblätter. Und die mussten nun sehr umständlich angeklebt werden. Aber das ging auch gut. Und da klebten sie dann nur am nächsten Tag. Also nicht Berlin verteidigen. Das war ja wirklich sehr gefährlich, weil gerade in den letzten Monaten wurde ja kurzer Prozess gemacht, Leute wurden erschossen einfach so. Sie waren ja nach wie vor in der Minderheit, das heißt, die Bevölkerung hat das ja wahrscheinlich auch anders gesehen durch die Propaganda, wenn die Russen kommen und dann geht es uns schlecht und so weiter. Also, wie muss man sich das vorstellen? Warum haben Sie das gemacht? Wir waren voll überzeugt, dass Berlin nicht verteidigt werden durfte. Dass wir auch unsere Untergetauchten nur durchkriegen, wenn da nicht gekämpft wird bis zum letzten Augenblick. Natürlich war es gefährlich, aber wir fühlten uns in der Zusammenarbeit mit diesen Widerstandsgruppen ernst, die genauso intensiv daran gearbeitet haben, dass Berlin nicht verteidigt wird, fühlten wir uns auch ermutigt. Und ich war damals. Ja, da war ich genau 20 Jahre alt. Und ich habe keine Angst gehabt. Es war,
ich habe das versucht oft zu erklären, in dem Alter hat man einfach noch keine Angst. Man kann sich auch nicht vorstellen, dass einem selber was passiert. Und darum, wenn man keine Angst hat, dann schöpfen meistens auch Menschen keinen Verdacht. Ich bin da so sicher zu dem Titania-Verlass drauf, es dämmerte schon, habe die 19 gemalt und es war offenbar so überzeugend, dass auch keiner das Gefühl hatte, da geschieht was Illegales. Und das Gleiche war mit den Flugblättern, da waren die natürlich schon gewarnt, die Polizei, da hätte es übel ausgehen können. Aber es ist damals wirklich eine flächendeckende Aktion gewesen. In mehreren Stadtvierteln, vor allen Dingen den Kurfürstendamm runter und eben in Steglitz und in mehreren anderen Stadtvierteln. Aber später ist es so hochgespielt worden als eine großartige Aktion. Ich habe das nie so empfunden, denn es war ja kurz vor dem Zusammenbruch. Und die wirklich schweren Zeiten in der Nazizeit, wenn man gegen Hitler arbeitete, das waren die Jahre 41, 42, 43, als noch gesiegt wurde. Aber nicht diese letzte Aktion, die war so spektakulär. Es war natürlich gefährlich und es waren damals schon, wurden Deserteure gehängt und man hat an den Straßen, die an der Laterne hängen, sehen Menschen. Und das sehe ich noch genau vor mir, einen, der da hing und hat ein Schild um die Brust, ich war zu feige, Menschen, Frauen und Kinder zu verteidigen, darum hänge ich hier, stand da. Ich war zu feige, Frauen und Kinder zu verteidigen, darum hänge ich hier. Das ist ein schrecklicher Eindruck und das war nicht der einzige, den ich gesehen habe. Aber wir waren auch so entschlossen, das nun zu Ende zu bringen und so froh, dass es nun auch bald zu Ende gehen würde, dass das alle Angstgefühle überdeckt hat. Bei mir jedenfalls. Hatten Sie denn zu dem Zeitpunkt eine konkrete Vorstellung, was passieren würde, nachdem alles zu Ende ist? Das Ziel, was Sie immer vor Augen hatten, wenn das erreicht war? Also ich würde sagen, dass ich noch keine konkrete Vorstellung hatte. Dazu war ich zu jung. Sondern für mich war die Vorstellung, Kriegsende, die Getauchten kommen frei, wir sind befreit und dann wird alles ganz anders und ganz neu und gut. Aber ich kann nicht sagen, dass ich da irgendwelche Pläne schon mitentwickelt hätte. Da war ich wirklich zu jung. Aber es ist doch so gewesen, wie ich mir das vorstelle, dass man auch bis in die letzten Minuten zunächst mal getrieben war, davon es zu Ende zu bringen, dass das zu Ende geht. Ja, ja. Ja, und dann hatten wir ja mehrere Leute im Keller und es ging dann eben, es wurde dann doch Berlin verteidigt und gerade in Steglitz, wo wir wohnten, da war eine der Verteidigungslinien. Es war also SS, die Russen kamen, man wusste nicht, ob die SS sie wieder zurückeroberte, die Stadtgebiete, die Straßen, sodass wir einen Warnruf hatten damals, dass wir Onkel Emil riefen, wenn wir merkten, es kamen Deutsche. Und noch nicht die Russen. Und dass wir im letzten Moment doch noch entdeckt werden könnten von der SS zum Beispiel, wenn die im Keller plötzlich Zuflucht suchen wollten. Es ging also wirklich der Kampf dann hin und her in den Straßen bis zuletzt. Und ich war dann, hatte gerade Wache im Haus an dem Fenster, wo wir immer Wache hielten im Hausflur, als der erste russische Panzer um die Ecke bog. Und das sehe ich wie fotografisch heute vor mir. Ein unvergleichlicher Moment. Ich sehe den ersten russischen Panzer, habe das Laken genommen, was wir immer neben uns liegen hatten, raus aus dem Fenster gehängt. Und jetzt waren sie da, die Russen. Und ich hatte überhaupt keine Angst vor den Russen. Und es hat sich in unserem Falle auch bewährt. Denn es ist dann sehr gut gegangen. Die ersten, die kamen, die ersten Soldaten, die kamen in den Keller und haben dann gesagt, haben wir Hörner, sind wir Teufel, wir befreien euch. Und die haben dann geschleppt große Kübel irgendein Mousse, irgendein Brei. Und wir haben gemeinsam aus dem Topf gelöffelt, wir im Keller und sie, die Russen. Und
das war ein wunderbarer Auftakt. Nachher war es dann nicht mehr so wunderbar. In der Bevölkerung an sich, und das müssen Sie ja gespürt haben, herrschte da Angst? Ja. Verzweiflung über das, also jetzt der, kommt der, das totale Ende, ja, nach dem totalen Krieg, der totale Zusammenbruch. Und wie hat sich das ausgedrückt? Na, ich nehme mich da jetzt und uns völlig raus aus der allgemeinen Stimmung. Die allgemeine Stimmung war natürlich Angst. Und da sind ja über Monate hin ist die Propagandawalze die Russen kommen, die vergewaltigen alle Frauen, die plündern, die vor allen Dingen vergewaltigen. Eine Lehrerin in unserer früheren Schule hatte den Mädchen gesagt, sie könnten eigentlich sich nur umbringen, wenn die Russen kämen. Und es ist wirklich, aus der Schulklasse ist die Hälfte der Mädchen hat sich umgebracht dann. Da sind schreckliche Dinge passiert. Und es war durch die Propaganda, die vorher lief, war wirklich eine panische Angst in der Bevölkerung. Und wir sind dann reiner Ausnahmefall, weil der einer unserer Freunde aus der Gruppe Russisch sprach und sofort eine Verständigung herstellen konnte. Und wir denen auch unbefangen gegenübertraten, weil wir sie ja erwartet haben, die Russen. Also kann man die allgemeine Stimmung, könnte man das beschreiben, das war sowas wie das Ende der Welt, was die Menschen erwartet haben, oder was, wie würden Sie das beschreiben? Ich würde sagen, nicht das Ende der Welt, aber doch panische Angst. Panische Angst vor den Russen, vor den Vergewaltigungen und auch natürlich der totale Zusammenbruch. Denn sicher haben noch viele bis zuletzt geglaubt, dass die Wunderwaffe kommt und dass doch noch das Blatt sich wendet. Und dann war natürlich in den letzten Wochen in Berlin ein einziges Chaos. Es gab keinen Strom mehr, kein Wasser, kein Licht. Telefon gab es zum Teil noch. Man konnte noch von einem Stadtviertel ins andere telefonieren und sagen, seid ihr schon erobert oder noch nicht erobert. Das merkwürdigerweise funktionierte, aber alles Übrige nicht mehr. Und dann waren ja ständig Angriffe, Luftangriffe. Und man konnte nicht mehr feststellen, ob noch die Verwandten in Charlottenburg lebten, wenn man selber in Steglitz war und so. Können Sie sich noch erinnern, was Sie gedacht haben, als Sie gehört haben, dass Hitler tot ist? Ja, das war ja erst, das kam erst später. Wir haben eigentlich nur aufgeatmet. Das war, der war schon erledigt für uns, so habe ich es in Erinnerung. Das Entscheidende war, dass die Russen kamen und dass, es kam ja dann der Waffenstillstandstag am 8. Mai, als die in die Luft schossen und es wie ein Feuerwerk war und der Krieg wirklich zu Ende war. Das war eigentlich der Augenblick, der mich am meisten gefreut hat. Der hat wesentlich mehr, das war die wesentlich größere Freude als über Hitlers Tod. Denn dass der entweder sich selbst erschießt oder erschossen wird oder umkommt, das war uns bei Kriegsende eigentlich klar. Aber dieser Waffenstillstandstag, wo dann der Krieg wirklich zu Ende war, das war der große Einschnitt für mich. Ihre Mutter hat in ihrem Tagebuch etwas geschrieben, was mich sehr beeindruckt hat. Die Welt, also ich kann es nur sinngemäß sagen, die Welt jubelt und die Berliner suchen nach etwas zu essen. Also genau dieser, Jesus beschreibt ja das Verhältnis zwischen den Besiegten und den Siegern. Wie haben Sie dieses Verhältnis erlebt oder dieses Spannungsfeld? Also ich habe schon, bei mir ist schon sehr stark der Jubel gewesen. Aber es war auch sehr einschneidend und meine Mutter hat es besonders stark damals ans Gewissen gerührt, dass wir wirklich auf der Suche nach jedem Essbaren waren. Und das nannte man damals Trophäieren, das war so umschrieben. Und wir gingen von Haus zu Haus und ich sehe mich noch aus einem Küchenschrank so die letzten Haferflocken rauskehren,
was man da finden konnte, noch an Erbsen und Zucker oder was übrig geblieben war. Oder wir haben einen Laden geplündert, der wirklich geplündert, in dem es nur noch zusammengepresste Zwiebeln und zusammengepressten Rotkohl gab und riesige Mengen von Brausepulver. Das haben wir da rausgeschleppt, wie eine tolle Beute. Und da hat einen so ein beinahe einen Rausch überfallen, möglichst viel zu klauen letzten Endes. Ich habe kein schlechtes Gewissen dabei gehabt. Wir haben es ja nicht irgendeinen Menschen weggenommen, sondern es war einfach da. Es waren die Häuser leer und da holte man sich raus, was man kriegen konnte. Das ist ja auch sowas wie eine, ja, wie soll ich sagen, psychologische Ausnahmesituation. Man wirft um des Überlebens willen auch Dinge über Bord, die eigentlich in einem drin sind. Also ihre Mutter beschreibt das ja auch sehr gut mit dem du sollst nicht stehlen und dieser Widerspruch. Aber wie können Sie nochmal diesen Ausnahmezustand in Berlin, der ja nicht nur für Sie galt oder für Ihre Gruppe, sondern für alle im Wesentlichen galt, können Sie den nochmal beschreiben? Meinen Sie jetzt nach dem Krieg? Nach dem Zusammenbruch, also die Berliner Suche nach Essen. Das war ein wirklicher Ausnahmezustand insofern, als man von Tag zu Tag überleben musste und ja noch keine Lebensmittelkarten da waren. Und die Russen, also es gab dann so Gulaschkanonen oder die Russen gaben Brot aus, aber sehr unregelmäßig. Ich hab das Klauen von Sachen aus den leerstehenden Häusern überhaupt nicht als mein Gewissen belastende Sache empfunden, sondern man überlegte nur, wo kriege ich was zu essen her. Und da war zum Beispiel bei uns auf dem Friedhof waren sehr viele so Konserven von den Russen aufgerissen worden und standen so herum im Gras. Und wir haben die Konserven zusammengesammelt und das Salzige in einen Topf und das Süße in einen Topf, das Kompott oder so, und haben das aufgekocht und gegessen. Und im Keller hatten die Russen einen großen Ballon mit Schnaps, den wir da hatten, übersehen und den haben wir getrunken. Und wir haben einen Ochsen eingefangen auf der Straße, der da durch Berlin lief oder durch unser Viertel lief. Und der musste natürlich geschlachtet werden, was wir nicht durften. Haben wir die Russen gefragt und die haben ihn erschossen. Und dann haben unsere Ärzte, die da waren und keine Ahnung natürlich von Metzgerei hatten, haben den zerlegt. Und alle Leute aus den umliegenden Häusern standen drumherum und jeder kriegte so weit wie möglich ein Stück Fleisch. Und da hatte man natürlich gar kein schlechtes Gewissen, sondern ging nur darum, das möglichst gleichmäßig zu verteilen. Aber Ihre Mutter, gerade diese Szene ist natürlich sehr beeindruckend in dem Buch, weil sie diesen sich daraus entwickelnden fast Blutrausch, aber das Überleben, was also fast wieder bestimmte menschlichen Verhaltensweisen überdeckt und man stürzt sich wie Tiere drauf. Sie beschreibt ja, wie ihr übel geworden ist. Können Sie sich dann noch mal beschreiben? Genau, kann ich mich erinnern. Ich sehe noch, wie Walter Salz und der Professor Schung, wie die auf dem Hof standen, bis zum Arm im Blut, in diesem Kadaver, in diesem Fleisch schneidend und sägend, und wie eine Menschenmenge drumherum stand und jeder wollte den Ochsenschwanz haben. Und es war schon ein Blutrausch, aber ich bin überhaupt nicht so ein Fleischesser, also mir war das mit dem Fleisch nicht so wichtig. Es wurde dann am Abend noch die Leber gebraten, die war steinhart und eigentlich nicht genießbar. Und wir haben dann später, nachdem das alles verteilt war, die Reste durchgedreht und eingesalzen und mit denen sind wir in einer Bütte über den Friedhof gefahren. Daran erinnere ich mich besonders gut. Und auf dem Friedhof, da ist der Wagen, auf dem diese Bütte stand, zusammengebrochen. Und dann musste diese Bütte ja irgendwie weiter transportiert werden und da war gleich der Leichenkeller daneben. Und da bin ich runtergegangen und der Leichenkeller war voll mit Leichen. Und da haben wir den
den Leichenwagen rausgenommen und haben die Bütte da drauf gestellt und haben dann das Fleisch nach Hause gezogen. Und das war dann das Widerlichste, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Dieses an sich schon in Verwesung übergehende Fleisch, das Gesalzene, in Rizinusöl gebraten. Widerwärtig, und wir haben komischerweise es überlebt. Es ist uns noch bekommen. Man hat damals ja alles gegessen. Schimmliges Brot und in Verwesung übergehendes Fleisch und ist nicht dran gestorben, merkwürdigerweise. Da denke ich heute oft dran, wenn alles Schimmlige weggeschmissen wird. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie Freude empfunden haben, als der erste russische Panzer kam, die Befreiung. Aber sehr schnell wurde ja auch klar, dass einiges sich erfüllte, was die Propaganda prophezeit hat. Können Sie das, diese Situation oder diese Atmosphäre in der Stadt beschreiben, die ja nicht sehr lange, aber doch für eine gewisse Zeit herrschte? Ich muss mich da wieder rausnehmen, weil wir den Leo Borchert hatten, der Russisch sprach und der alle Mädchen in seinem Umkreis als seine Töchter den Russen vorgestellt hat. Maja Dotschka, wenn die kamen, da kam einer mal mit einer ganzen Kiste mit Konserven und sagte, er wollte mich gerne haben, mitnehmen. Und dann hat Leo Borchert gesagt, Maja Dotschka kommt nicht in Frage. Und es kam dann auch nicht in Frage. Also insofern haben wir alle, die da waren, nichts Schlimmes erlebt, dieser Art. Aber ich habe Freundinnen gehabt, die in schrecklichster Weise vergewaltigt worden sind. Eine, die so oft vergewaltigt worden ist, dass sie dann sich einen Offizier als Dauerfreund genommen hat und dann hat sie mit dem gelebt und dann waren die Vergewaltigungen auf diesen einen, der sie da nicht mehr vergewaltigte, beschränkt. Oder eine andere, die nach vielen Vergewaltigungen russische Syphilis später bekam und entsetzlich gelitten hat. Und viele, von denen ich gehört habe, wie sie sich umgebracht haben eben dann danach. Aber das habe ich alles nur gehört, ich habe es nicht selber erlebt. Und es ist bei uns im Keller nie was passiert. Und darum bin ich überhaupt kein Beispiel dafür. Haben Sie das empfunden als eine, wie soll ich sagen, ja, was etwas Vorübergehendes, als eine schreckliche Zeit, die aber vorbeigeht, oder als eine Strafe oder als etwas, was jetzt passiert, was eben die Leute ertragen müssen? Wie haben Sie das eingeschätzt? Wie war Ihre Einstellung zu diesem? Meine Einstellung war ganz klar. Wir haben Russland überfallen. Wir haben da unendlich viele Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Wir haben da vergewaltigt und gebrandschatzt. Und wir haben Menschen in Kirchen getrieben und da verbrannt. Und bis Moskau ist alles dem Erdboden gleichgemacht worden. Und natürlich, wenn dann wir erobert werden, muss das eine Reaktion herausfordern. Man kann nicht erwarten, dass die anderen Engel sind, sondern dass die natürlich auch sich rächen wollen. Das finde ich einen völlig normalen Vorgang, so schrecklich es ist. Aber selbst wenn ich vergewaltigt worden wäre, dann hätte ich das unter diesem Aspekt gesehen. Denn das sind ja Menschen, die da kamen und denen furchtbar mitgespielt worden ist. 20 Millionen Sowjets sind umgekommen, Zivile und Militärs im Krieg. Und das Land ist verwüstet gewesen. Können Sie sich noch erinnern an den Punkt, wo es vielleicht umschlug von dieser Situation des Kriegsendes? Ich will nicht das Wort Stunde Null gebrauchen, denn das gab es ja nicht wirklich wahrscheinlich. Aber wo auf einmal es begann, wieder sich etwas zu entwickeln. Das, können Sie das beschreiben? Es ging ziemlich schnell. Es wurde ja dann verfügt von oben her, von den Russen, dass nicht mehr vergewaltigt werden darf in Berlin, dass da ein Ende sein muss. Und es wurden dann Lebensmittelkarten eingeführt. Und es begann sehr schnell Kultur, schon Anfang, Mitte Mai eigentlich. Das ist ein enorm früher Zeitpunkt. Wenn ich heute dran zurückdenke, kann ich das kaum mehr nachvollziehen, wie schnell das gegangen ist.
am 28. Mai bereits hat der Leo Borchert mit den Berliner Philharmonikern das erste Konzert im Titania-Palast gegeben. Und es kamen die Russen und es kamen überhaupt von allen Seiten Menschen geströmt. Und es war ein unvergesslicher Eindruck. Wir sind mit dem Fahrrad dahin gefahren und das Fahrrad, es waren nicht unsere Fahrräder, sondern aus vielen Teilen zusammenmontierte Fahrräder. Und man hatte noch keine Straßenbahnen und die Leute gingen zu Fuß. Aber es war ein bereits am 28. Mai ein Kulturauftakt in Berlin. Und es sind schon kleine Kabarets entstanden um diese Zeit, wo Brecht und Tucholsky und Werfel und so rezitiert wurden und Brecht Lieder gesungen. Und das Leben hat sich dann relativ schnell normalisiert, indem also eben die Lebensmittelkarten kamen und dann Licht kam auch im Juni, bei uns jedenfalls. Am 9. Juni war das erste Licht wieder da und die Wasserleitungen gingen wieder, also es hat, und die Leichen waren begraben. Die lagen in den ersten Tagen nach dem Krieg natürlich überall auf den Straßen. Und da gewöhnte man sich schon dran, dass man überall über Tote stolperte. Man verruht natürlich da auch in gewisser Weise in solcher Zeit. Es wird dann plötzlich normal, dass man neben der Wasserpumpe eine Leiche liegen sieht und trotzdem das Wasser pumpt. Aber wie war denn wie würden Sie beschreiben, der generelle oder allgemeine Gemütszustand der Menschen, des besiegten Volkes oder der besiegten Deutschen oder wie auch immer Sie das beschreiben, denn Sie gehörten ja zu einer Minderheit, die es als Befreiung empfanden. Die meisten haben es ja nicht als Befreiung empfunden. Ich glaube, einschneidend war für die meisten Berliner jedenfalls, weil ja nur in Berlin war der Schock durch die Vergewaltigung, der Schock, dass die Russen da waren, der war vordergründig am Anfang. Aber dass der Krieg zu Ende war, dass es keine Angriffe mehr gab, keine Kämpfe, das war zumindest fast gleich wichtig dann. Es war doch schon eine Erleichterung auch in der Bevölkerung. Also nicht nur die Panik und die Verzweiflung, so habe ich das empfunden. Aber war denn irgendwie der Spuk Nationalsozialismus mit dem Moment vorbei? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das war ja auch in Ihrer Gegend klar, wer welchen Geistes gewesen war. Und wie begann da? Gab es irgendwelche Auseinandersetzungen gleich am Anfang? Auseinandersetzungen gab es eigentlich gar nicht. Oder wenig. Es gab viele Leute, die kamen und wollten Entlastungsbestätigung haben, dass sie in der Nazi-Zeit doch gar nicht so Nazi gewesen wären. Da gab es bei uns einen Herrn Huhn, einen Blockleiter, der mich mal angezeigt hatte, wo ich gedacht habe, wenn der Krieg zu Ende ist, dann werde ich den aber schön hinhängen und der entgeht mir nicht. Und dann war so ein kleines Männchen nach dem Krieg gleich und so ängstlich, dass ich gar nichts gemacht habe. Ich habe da keine Rachegefühle entwickelt. Rachegefühle oder das Gefühl, dass sie bestraft werden mussten, hatte ich gegenüber den Großnazis. Und da ist es ja nachher letzten Endes auch schief gegangen. Aber die ganzen kleinen Mitläufer und so, die wurden von den Russen sehr schnell auch zum Aufräumen der Trümmer eingesetzt. Und auf die Weise haben wir sie schon was getan wieder dafür, dass die Trümmer beiseite kamen. Ich meine jetzt nicht die Trümmerfrauen, sondern die haben richtig die PGs rangeholt, um die Straßen leer zu räumen. Hatten Sie denn irgendwie Hoffnung, dass aus diesen Leuten, dass man mit denen ja wieder was machen kann, wieder zusammenleben kann? Wie sollte das aussehen? Hatten Sie dann da eine gewisse Vorstellung? Weil es war ja, die Mehrheit war ja gefolgt. Und mit denen musste man ja auch weiter leben. Ich habe immer die Vorstellung gehabt, dass man die kleinen Mitläufer nicht verfolgen sollte, sondern dass man da sehr schnell eine Amnestie machen sollte. Ich fand es grundsätzlich falsch, dass man diese Entnazifizierungsverfahren so enorm verschärft hat. Das war auch im Sinne des Kreisauer Kreises.
die Masse amnestieren und die Großen verfolgen. Aber und es ist letzten Endes genau umgekehrt gelaufen. Aber wie sollte das denn, diese, oder wie konnte diese Aufgabe bewältigt werden, die Menschen ja, auf einen anderen Weg zu bringen? Ich glaube, dass die, das würde ich auch immer hier sagen, jetzt wo ich in Bayern bin, dass sehr viele wirklich nicht das wissen konnten, was wir wussten über die Konzentrationslager. Und dass sehr viele wirklich verführt waren. Und dass es keinen Sinn hat, so kleine Mitläufer nun so scharf zu verfolgen, sondern dass man da wieder eine gemeinsame Arbeit hätte aufnehmen können. Und ich habe es an dem Herrn Huhn gesehen, der, wenn jemand dann so in sich geht und seine Schuld auch sieht, dann kann ich ihn nicht mehr verfolgen, dann will ich ihn auch nicht mehr verfolgen. Das würde ich grundsätzlich sagen. Was mich furchtbar irritiert hat und später noch viel mehr, war, dass man die Hauptschuldigen hat laufen lassen über die Rattenlinie Österreich, Vatikan nach Südamerika oder man hat sie haben bei den Russen oder bei den Amerikanern dann arbeiten können. All diese Dinge, die sich dann später entwickelt haben, die haben mich am meisten gestört. Es gab ja relativ früh einen Bericht über Ihre Widerstandsgruppe, der angefertigt wurde. Das heißt, das wurde schon wahrgenommen, was Sie gemacht hatten. Gab es nicht, sagen wir mal, die Versuchung, sich als besseren Deutschen jetzt, sagen wir mal, eine Art führende Rolle zu übernehmen und den anderen zu sagen, so, wir waren die Besseren und jetzt müsst ihr uns folgen? Das haben wir eigentlich nie so empfunden, dass wir die Besseren waren. Ich würde sagen, dass wir, ich sage es von mir jetzt, dass wir die Informierteren waren. Dadurch, dass wir mehr wussten und dadurch, zum Beispiel gerade unsere Hilfe für die Juden ist ja dadurch entstanden, dass wir so viele jüdische Freunde hatten und dadurch automatisch mit ihnen in Kontakt waren und dann auch all die Dinge mehr mitbekamen. Und viele Menschen, die auf dem Land lebten, die kannten gar keine Juden. Also ich würde sagen, dass viele wirklich nicht wussten von den Dingen, die in den KZs vorgingen. Und sicher ist ihnen vorzuwerfen, dass sie die Judengesetze gelesen haben in der Zeitung. Es stand ja balkendick immer drin. Und dass sie sich da nicht zur Wehr gesetzt haben oder dass ihnen das, dass sie das verdrängt haben oder... Aber das würde ich Ihnen nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Den einfachen Leuten mache ich alles das nicht zum Vorwurf. Sondern das Schlimme sind die Großkaufhärten gewesen. Und schlimm ist auch gewesen nach dem Krieg, dass dann viele da waren, die sagten, na, wir waren ja auch Widerständler. Wir haben mal einem Juden die Hand gedrückt oder wir haben ihn mal gegrüßt auf der Straße. Und dass so viele sich dann so lügenhaft versuchten zu herauszuwinden. Es hat eigentlich nicht das stattgefunden, was vielleicht jetzt eher in der DDR stattfindet, dass man sich gleich dann mit der Situation auseinandersetzt und sagt, ich habe mich schuldig gemacht, ich war nicht genug informiert, ich möchte es jetzt anders machen, dass das alles nicht in Gang gekommen ist. Nicht die Verarbeitung nach 20 oder 30 Jahren, wie es dann gewesen ist, sondern dass man gleich sich auseinandersetzt und dass man auch zugibt, dass man was falsch gemacht hat. Entschlossen war, sich politisch zu engagieren, für ein demokratisches Deutschland einzutreten. War das bei Ihnen ähnlich? Es war sehr merkwürdig. Meine Mutter und Walter Seitz sind sofort, als die SPD gegründet worden war, SPD-Mitglieder geworden. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, was, du wirst jetzt PG? Ich habe in keine Partei eintreten können und wollen, weil ich sofort mit dem Gefühl damit verbunden habe, Parteigenosse. Und ich bin nicht in die Partei gegangen. Und ich war damals auch, ich war ja Schauspielerin zu der Zeit, so
an das Theater dann gebunden. Ich habe im Juni schon angefangen im Hebbeltheater mit den ersten Proben und war dann die nächsten Jahre, bis 1949 war ich am Hebbeltheater, und das hat mich total in Anspruch genommen oder gefesselt und begeistert auch. Ich habe mich also in diesen Jahren, wo ich beim Theater war, relativ wenig politisch betätigt. Nur mal sehr intensiv, als der Werner Kraus auftreten sollte in Berlin wieder. Und da hatte die jüdische Gemeinde protestiert und er sollte, ich weiß nicht, was er spielen sollte, am Kurfürstendamm in einem Theater. Und da haben wir draußen protestiert mit der jüdischen Gemeinde zusammen. Da war auch der Friedrich Luft dabei und Ernst Schröder und also eine ganze Reihe von Schauspielern. Und er konnte da nicht auftreten. Das hat mir damals riesen Ärger eingebracht mit dem Barlock, der mir darauf geschrieben hat, er wollte nämlich mich später ans Schiller-Theater holen, ob das stimmte, dass ich da protestiert hätte vor dem Theater. Dann wäre nämlich seine Freude an der Zusammenarbeit mit mir gestorben. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, ich habe allerdings protestiert, denn ich bin der Meinung, dass das noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass Menschen, die sich auch als Schauspieler so engagiert haben in der Nazizeit, vor allen Dingen im Jud Süß, hat er ja 6 Juden gespielt, in verschiedenen Rollen, dass der noch nicht der Zeitpunkt gekommen ist, wo man die wieder auf der Bühne ertragen kann. Besonders, wenn die jüdische Gemeinde sich dagegen stellt. Und ich habe ihm das Buch meiner Mutter mitgeschickt, das war damals schon rausgekommen. Dann hat er geschrieben, das hätte er gesehen, das Buch kennte er, aber ein junger Schauspieler hätte eben im Parkett bewundern zu sitzen, wenn Werner Kraus auftrete. Und das hat unsere Zusammenarbeit beendet. Dazu ist es nie gekommen. Ich habe den Briefwechsel noch. War Ihre Arbeit am Theater denn sowas wie ein Ausdruck dessen, dass Sie eine gewisse Energie jetzt in was Neues stecken wollten? Ja, natürlich. Es kamen aus dem Ausland die Stücke. Alle Stücke, die wir nie haben lesen können und nicht spielen können. Es kamen die Stücke von Friedrich Wolf. Also die erste Premiere im Hebbeltheater war die Drei-Groschen-Oper. Das hat mich schon begeistert, denn wir haben im Keller immer noch die Drei-Groschen-Oper gespielt und in der Nazi-Zeit, und es waren meine Schlaflieder als Kind gewesen, aus dem Nebenzimmer zu hören, die Songs der Drei-Groschen-Oper. Und da habe ich mitgespielt, eine kleine Rolle. Und die Hure Penn, das war eine ganz kleine Rolle. Und dann als nächstes habe ich gespielt Friedrich Wolf, Professor Mamlock. Das war das Stück über die Judenverfolgung. Professor Mamlock, der Jude, der verfolgt hat, ich seine Tochter. Das war schon ein politisches Stück auch. Und Friedrich Wolf, den mochte ich sehr, sehr gerne als engagierten politischen Menschen. Dann habe ich gespielt Friedrich Wolf Zyankali gegen den Paragraphen 218, der damals noch voll existierte und wo es noch Zuchthaus gab auf Abtreibung. Und es waren sehr viele weltanschauliche Stücke auch. Aber ich habe auch gespielt, wir sind noch mal davongekommen von Zorntenwalde. Ein Stück, was damals ideal in die Zeit passte. Die Überwindung der Sündflut, Überwindung der Eiszeit, Überwindung des Krieges. Das war so zeitbezogen und es wurde gespielt, gerade kam die Premiere raus, mitten im heißesten Sommer, wo die Eiszeit dann mit Pelzen dargestellt wurde. Alle Leute schwitzten wahnsinnig, aber es war eine totale Begeisterung für das Stück. Und so gab es noch viele. Oder wir haben Dichterlesungen gemacht. Scheiterhaufen war da eine berühmte Lesung mit Ernst Busch, wo all die Autoren gelesen wurden, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden waren. Also das Theater war auch sehr politisch. Und es war begeisternd, nun aus dem Ausland das alles zu kriegen und lesen und spielen zu können. Es ist ja erstaunlich, dass neben der, wenn Ihre Mutter eben schreibt, die Berliner suchten nach Essen, dass so schnell auch ein Hunger nach Kultur da war. Enorm, enorm. Die saßen im Hebbeltheater im ersten Kriegswinter, im ersten Nachkriegswinter saßen sie mit Ziegelsteinen und in Decken gewickelt und es war das Theater nicht heizbar und es kamen einem so Dampfwolken aus dem Mund und da spielte ich in
Macbeth, eine Hexe, da saß ich auf dem Baum, wo oben eine Eiskruste drauf war. Aber alle waren so begeistert und so hungrig nach Kultur. Und alle Theater waren übervoll und man nahm kilometerlange Fußwege auf sich. Und es war das Publikum so ansprechbar, wie ich es nie wieder erlebt habe in diesen Jahren. In diesen Jahren war es so ansprechbar, wie ich es nie wieder nachher erlebt habe. Womit erklären Sie sich das? Das ist, glaube ich, immer so, dass in besonders kargen Zeiten auch der Hunger nach Kultur sehr groß ist. Und es kam dann, man vergaß darüber auch den Hunger. Und es war ja auch sensationell, was dann gespielt wurde. Und vorher war das ja beinahe versiegt. Das Staatstheater hatte schon lange zugemacht vor Kriegsende. Und da gab es gar kein Theater mehr. Und es war auch Neugierde natürlich. Was kommt da aus dem Ausland jetzt? Es gibt ja eine ganz berühmte Geschichte aus dem, die zusammenhängt mit der Dreigroschenoper, mit der Aufführung im Hebbeltheater über einen Satz, der dann verboten wurde, mit dem Fressen und der Moral. Mhm. Können Sie das nochmal einfach diese Geschichte erzählen, wie sich das... Die weiß ich nicht mehr. Ach so. Nein. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Dass die Leute applaudiert haben bei diesem Satz und dass die Besatzungsbehörde dann verlangt hat, dass es geändert wurde. Das habe ich total vergessen. Ach so. Ist mir nicht gegenwärtig. Zu der Kultur möchte ich noch sagen, dass der Auftakt mit der Kultur, erstes Konzert der Philharmoniker am 28. Mai, dass das auch enorm durch die Russen gefördert wurde, die ja zuerst die alleinige Besatzungsmacht waren, dass die äußerst Kultur aufgeschlossen waren und dass sie sofort oder sehr schnell ein Lokal eröffnet haben, die Möwe, wo die Schauspieler abends essen konnten und dann mit dem Doppeldeckerbus abends, nachts, wenn die Sperrstunde war, wenn Curfew war, nach Hause transportiert wurden. Und dass die Russen auch unerhört begeisterungsfähig waren für Kultur und dass die Künstler alle, was natürlich sehr angenehm für uns war, die Lebensmittelkarte 1 bekamen, genau wie die Arbeiter. Also der Schwerarbeiter bekam die gleiche Lebensmittelkarte wie der Schauspieler, Sänger, Musiker oder Journalist. Es wurden also die geistigen Berufe genauso als Schwerarbeit bewertet wie der Faust, der Hand. Zunächst war ja die Hoffnung, glaube ich, da, dass die Gemeinsamkeit des Gegen-Hitler-Seins oder dass man gegen Hitler war, dass das auch was Positives hervorbringen würde. Können Sie das nochmal beschreiben, die Hoffnung, die damit zusammenhing? Die Hoffnung war enorm, dass wir nach dem Krieg mit den Freunden aus dem Widerstand, soweit sie noch vorhanden waren, was aufbauen könnten. Nicht so sehr, dass wir da Posten bekämen. Walter Seitz ist dann Amtsarzt geworden. Meine Mutter hat angefangen, wieder journalistisch zu arbeiten. Aber dass man eine Gemeinschaft bildet, der Gegner Hitlers, die Vorstellung bestand schon. Und die ist eigentlich sehr enttäuscht worden. Denn es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass jeder doch eine ganz andere Motivation hatte. Während der Nazizeit waren alle gegen Hitler. Wir waren gemeinsam gegen Hitler. Und es spielte keine Rolle, ob der eine aus katholischen Kreisen kam, der andere aus sozialistischen, sondern alle waren gegen Hitler. Und nun, gleich nach dem Krieg, hat sich das gespalten. Es gingen die einen nach Osten, in die DDR, oder damals gab es noch nicht die DDR, also in die waren sozialistisch-kommunistisch orientiert, die anderen CDU und CSU dann hier. Und meine Mutter war ja politisch und ich auch nicht politisch festgelegt. Es driftete auseinander und manche wanderten aus nach Amerika. Und diese Gemeinsamkeit, das hat meine Mutter damals besonders getroffen, die Gemeinsamkeit zerbrach eigentlich. Ich rede jetzt wieder nur für uns, für unsere Gruppe. Das mag bei anderen anders gewesen sein, aber auch beim Kreisauer Kreis war es ja so, dass man sich erstmal wieder finden musste.
Und dass viele gar nicht mehr in Berlin waren, wie die Gräfin Moltke, die war ja in Kreisau damals. Oder so kraftlos waren, dass man auch noch gar nicht konnte. Aber es war ja, denke ich, doch ein generelles, eine generelle Problematik, dieses Auseinanderdriften aus unterschiedlichen, wie soll ich mal sagen, weltanschaulichen Vorstellungen. Das betraf ja auch eben dann die Auseinandersetzungen in den zwischen den Parteien, vor allem dann im Zusammenhang mit der Vereinigung von SPD und KPD. Ja, da hat meine Mutter und Walter Salz, die haben, da sie ja nur in der SPD von Anfang an waren in Berlin, die haben wirklich gekämpft gegen die Vereinigung von KPD und SPD, also gegen die SED, die dann sich durchsetzte. Und die waren da äußerst aktiv. Da war ich aber gar nicht aktiv, weil ich da nur noch im Theater war. Und in dieser Zeit mich politisch nicht engagiert habe, in der Form. Aber spielte das denn im Bewusstsein, sage ich mal, der Allgemeinheit überhaupt eine Rolle? Doch, eine große Rolle. Doch, spielte eine große Rolle. Soweit sie politisch engagiert waren natürlich. Das habe ich aber, ganz ehrlich, ich habe es nicht so wahrgenommen. Es spielte bei uns zu Hause eine große Rolle im Gespräch, weil Walter Salz und meine Mutter sehr engagiert waren. Aber ich war so voll mit dem Theater beschäftigt, dass ich mich da nicht so reingehängt habe. Wie hat sich denn die allgemeine Situation in Berlin aus Ihrer Erinnerung, oder können Sie das aus Ihrer Erinnerung beschreiben, wie sich das entwickelt hat, nachdem nun die anderen Besatzungsmächte eingezogen waren, es wurden die Zonen gebildet? Können Sie dieses Leben in der Vier-Sektoren-Stadt in den ersten Jahren, können Sie das beschreiben? Oder in den ersten, sagen wir mal, in dem ersten einen Jahr? Es ist sehr schwer, wenn ich das von mir aus beschreiben soll, weil ich habe es ja schon gesagt, weil ich so total an das Theater gebunden war, dass ich eigentlich meine Tage immer nur sehe, dass ich morgens zu Fuß losgegangen bin durch die Trümmer, 12 Kilometer bis zum Hembel-Theater, da geprobt habe und dann bin ich am Abend wieder zurückgelaufen, die 12 Kilometer durch die Trümmer, solange es noch keine Fahrmöglichkeiten gab. Und im Theater kriegte man auch Lebensmittelpakete von den Russen, sodass man da auch noch essen konnte. Und ich war also buchstäblich aufs Theater fixiert. Und was sonst so drumherum war, war, da wir sehr gute Lebensmittelkarten dann auch hatten, war auch der Kampf um das Essen bei mir nicht so groß. Da bin ich also kein guter Auskunftgeber über diese Zeit. Und dann kamen ja die Amerikaner und dann kam das noch dazu. Dann hatten wir natürlich sehr viele Verbindungen auch zu den Theateroffizieren. Ich und die Leute, mit denen ich dann zusammenarbeitete, mit den Schauspielern, sehr viele Verbindungen zu den amerikanischen Theateroffizieren und der ganzen Kulturszene der amerikanischen. Aber wir haben uns dann auch zu Hause doch weitgehend getrennt. Walter Salz war Arzt und war erst Amtsarzt in Steglitz. Und dann ist er sehr schnell in der Charité gewesen als Arzt und ging eben oder fuhr mit dem Fahrrad in die Charité am Morgen. Meine Mutter schrieb an ihrem Buch in völliger Abgeschlossenheit, denn das hat sie ja dann im Oktober schon fertig gehabt, das Tagebuch auszuwerten und so. Und ich ging ins Theater und am Abend trafen wir uns oder wir waren wieder im Theater oder irgendwo. Also ich bin da wirklich kein typisches Beispiel. Sie haben damals in dem Interview schon darüber gesprochen, dass es dann doch relativ problematisch war, dass Sie im Widerstand gewesen waren, sowohl in der einen Richtung als in der anderen Richtung. Jetzt spricht die Bevölkerung als auch durch die Besatzung. Können Sie nochmal dieses Spannungsfeld beschreiben? Das war natürlich gar nicht beliebt in der Bevölkerung, dass man im Widerstand war. Es war vorher tödlich, wenn es jemand gewusst hätte, und danach schwankte das zwischen die einen sagten, es ist, ihr seid Angeber, ihr spielt euch da auf,
und die anderen, für die anderen waren wir Vaterlandsverräter. Und es hat sich sehr lange gehalten, diese Mischung. Und bei den Amerikanern musste man erst beweisen, dass man wirklich im Widerstand war. Und bei den Russen ging es relativ schnell. Da hatten wir ja Leo Borchert, der Russisch sprechen konnte, der ihnen das sehr rasch klar gemacht hat. Und da war man als Widerstandsmensch eigentlich anerkannter. Von Anfang an, sehr rasch. Bei den Amerikanern weniger, und das führte natürlich dazu, dass man eigentlich wenig drüber redete. War es vielleicht fast auch eine Belastung? Eine Belastung nicht, weil mir ging es darum, dass ich von mir selber richtig mich fühle, richtig dastehe. Nur von mir selbst, nicht wie das nach außen wirkt. Später als ich Journalistin dann war, da habe ich das in einer anderen Weise umgesetzt, indem ich nämlich immer wieder geschrieben habe über Widerstand. Nicht über unseren Widerstand, sondern über die Weiße Rose, über sozialdemokratischen Widerstand, über Judenverfolgung. Ich habe das in der Zeitung über andere abgearbeitet oder abgeleistet. Und auf die Weise habe ich das für mich selber fortgesetzt. Das ist dann eigentlich durch mein ganzes Berufsleben wie ein roter Faden gegangen. Aber dass, wenn man im Widerstand war, dass das irgendwas Besonderes bedeutet hätte nach dem Krieg, das war nicht der Fall. Jedenfalls nicht für uns. Und man konnte es natürlich in den politischen Parteien einbringen, in dem Augenblick, wo man sich politisch betätigte. Das habe ich dann, als ich mit dem Theater aufgehört habe und Journalistin war, habe ich das auch gemacht. Und da bin ich auch SPD eingetreten. Da war ich auch aktiv und bin eines Tages wieder ausgetreten, als ich mit dem Fraktionszwang und solchen Dingen mich nicht mehr einverstanden erklären konnte. Und nach der Wiederbewaffnung vor allen Dingen. Nachdem die SPD die Wiederbewaffnung mitgetragen hat, letztlich. War es denn für Sie überraschend, ich meine, Sie sagten, dass Sie sich mehr auf das Theater konzentriert haben, aber war es für Sie überraschend, dass doch relativ schnell innerhalb von 4 Jahren so etwas wie eine parlamentarische Demokratie entstand? Oder haben Sie das damals gar nicht so empfunden? Doch. Ich fand es aber nicht so überraschend. Das fand ich, es war ja letzten Endes eine Demokratie, ein Parlamentarismus, der mit Hilfe der Alliierten entstanden ist. Wir haben ja die Demokratie nicht erfunden, sondern sie ist uns letzten Endes gebracht worden. Ich würde nicht sagen unbedingt übergestülpt, aber doch gebracht worden und vor allen Dingen in die entsprechenden Kanäle schon geleitet. Also es ist schon eine gewisse Form auch uns aufgeprägt worden. Und alleine hätten wir das sicher nicht geschafft, würde ich denken. Und heute tun wir natürlich so, als wenn wir es erfunden hätten und alle belehren alle anderen Völker darüber, wie man es richtig macht. Aber wir haben es nur, würde ich sagen, an der Hand der Amerikaner, der Franzosen und der Engländer machen können, vor allen Dingen was die Medien anbetrifft, die Einrichtung der Rundfunkanstalten und der Zeitung. Die beginnende Teilung in Berlin, die Sie ja trotz Theaterarbeit sicherlich erlebt haben, und die Blockade und dass auf einmal eine, wie soll ich sagen, natürlich Kriegsgefahr wieder schwebte, dass Auseinandersetzungen da waren. Können Sie diese Situation nochmal beschreiben? Das war eigentlich wieder der erste schwere Einbruch nach dem Krieg für uns alle, weil wir sind ja angetreten nach dem Krieg mit dem Gefühl, jetzt endlich kommt unser Deutschland, ein anderes Deutschland. Nicht ein besseres, sondern ein ganz anderes. Und wir hatten auch am Anfang 1945 zu den Russen ein sehr gutes Verhältnis. Zu den Kulturoffizieren, auch zu den Menschen. Und diese neue Konfrontation Ost-West war ein wirklicher Schock.
Denn jetzt wurden wieder Gräben aufgerissen und es kam eine neue Kriegsmöglichkeit. Und Freunde, die Kommunisten waren, die wir als besonders gute Freunde hatten, Kommunisten, standen plötzlich auf der anderen Seite, die so lange Zeit mit uns in einem Boot gesessen haben. Und es ging nicht so sehr darum, ob man da nun sich austauschen konnte und die Stadt so sehr geteilt war, sondern der eigentliche Schock war, dass wieder ein Krieg heraufbeschworen wird, dass es diesmal Ost gegen West geht und dass man selber so gespalten war. Ich hatte eben auch sehr gute, Ernst Busch zum Beispiel, sehr gute Freunde auf der anderen Seite, auf der kommunistischen Seite, die ich auch sehr gut verstand in vielerlei Beziehung. Und ebenso aber auch auf der anderen Seite, unter den Amerikanern auch. Und da ging so ein Riss durch mich selber. Das war das eigentlich Traurige daran. Und nicht so sehr die äußeren Dinge, die sind immer nicht so entscheidend für mich gewesen. Weder im Krieg noch nach dem Krieg, diese ganzen Mängelsituationen, die dann auch durch die Blockade natürlich kamen, dass man plötzlich nur noch 2 Stunden Strom in der Nacht hatte und dass das Papier ausging für die Zeitungen und all diese Mangelsituationen haben mich nie so sehr betroffen. Das konnte man überspielen oder auch innerlich überbrücken, aber das Eigentliche war, dass da jetzt wieder ein neuer Riss ging durch die Freundschaften und durch die Ost-West-Konfrontation oder Kommunisten-Sozialdemokraten-Konfrontation. Und haben Sie sich irgendwo hilflos gefühlt dem gegenüber, dass Sie nichts dagegen tun konnten? Oder wie war Ihre Einstellung dazu? Oder? Ich habe mich eigentlich nie in meinem Leben wirklich hilflos gefühlt, weil ich immer zu denen gehöre, die versucht haben, anzukämpfen gegen die Situation. Heute gegen die Neonazis, damals gegen die Nazis und immer gemeint habe, man kann jeder an seinem Platz, in seinem kleinen Umkreis doch Einfluss haben oder was ändern. Also dieses Gefühl totaler Ohnmacht habe ich eigentlich nie gehabt, obwohl ich natürlich total ohnmächtig war. Aber das ist nicht mein Lebensgefühl. Wie haben Sie denn, oder wie war denn Ihre Einstellung gegenüber der Gründung der Bundesrepublik mit Parlament und so weiter und auf der anderen Seite der Gründung der DDR? Denn Sie waren ja an der Nahtstelle. Ich bin sehr, sehr unangenehm berührt gewesen, als Heuss schließlich zugestimmt hat oder eingewilligt hat, dass wieder das Deutschlandlied gesungen wurde als Nationalhymne. Das fällt mir jetzt spontan dazu ein. Ich hätte niemals diese Hymne wieder genommen. Ich kann heute nie mehr, ich werde nie mehr dieses Deutschlandlied singen können, auch nicht mit einem anderen Text, weil mir bei, wenn ich die Melodie höre, dann fällt mir Deutschland über alles, was wir damals singen mussten, ein. Und gleich im Anschluss die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen und der gehobene Arm. Und da reagiere ich allergisch. Und so im Grunde habe ich nie ein wirkliches Verhältnis zu einem Deutschland gefunden. Und das geht, glaube ich, einigen aus meiner Generation, die gegen die Nazis waren, genauso. Ich habe nie ein normales National oder Gefühl oder normalen Patriotismus entwickeln können. Und es wird auch wahrscheinlich nie so eintreten. Ich bin nicht stolz, eine Deutsche zu sein und freue mich, dass ich Europäerin bin, so könnte ich das nennen. Da fange ich dann an zu kämpfen. Und da sage ich dann, ganz egal, das hat übrigens der Walter Jens neulich so gut gesagt, wie es auch die Gräfin Moltke mit der Flamme weitertragen, der hat gesagt, der Gauss zu ihm, haben Sie nicht das Gefühl, eigentlich nichts erreicht zu haben von all den Dingen, die Sie wollten? Und da hat er gesagt, wenn der doch noch ein bisschen glüht, dann muss man ihn am Glühen halten, denn wenn er ganz aus ist, dann ist es aus. Und so geht es mir auch, das habe ich da aufgeschrieben, ja, das bei der Interview, ich bin eben der Meinung, ganz egal, wer das macht, man muss dieses kleine Flämmchen noch am Glühen halten.
Und selbst wenn um einen rum alles chaotisch ist. Und das kann jeder natürlich. Und das ist jetzt also privat gesagt. Das ist so meine Lebenseinstellung. Hm. Und dadurch bin ich auch nicht in solche tiefen Löcher gefallen. War es damals logisch, dass dieses, soll ich sagen, sich wieder aus den Trümmern erheben, wie man wie so oft gesagt wird, nur möglich war mit einer Verdrängung der Vergangenheit, oder hätte es dazu eine Alternative gegeben? Ich bin ganz sicher, dass es da eine Alternative gegeben hätte. Mir wäre es so selbstverständlich erschienen, dass man sagt, dass die Mehrzahl sich sagt, um Gottes Willen, und das, oder dass man auch den anderen das nahe bringt, um Gottes Willen, was ist da alles Schreckliches in unserem Namen passiert? Und jetzt wollen wir das mal genau wissen und wollen uns damit auseinandersetzen und wollen es besser machen. Das hätte meiner Meinung nach in großem Maßstab stattfinden können. Stattdessen kam die Entnazifizierung und damit das Lügen. Jeder hat versucht, sich rauszulügen. Und jeder hat versucht, sich gefälschte so Gutachten zu beschaffen, dass er eigentlich kein Nazi war und dass er eigentlich nichts gewusst hat. Es ging von Anfang an mit der Lüge los. Und meiner Meinung nach wäre es ganz einfach gewesen, wenn jeder sich nicht als Verbrecher empfunden hätte, sondern wenn er nur versucht hätte zu sagen, ja, das war da, wir sind einer schrecklichen Sache aufgesessen, wir sind verführt worden meinetwegen, aber wir machen es jetzt anders. Stattdessen haben alle versucht, und es hat sich so ergeben dann leider durch die Entnazifizierung, dass man versucht hat zu sagen, ich bin nicht dabei gewesen, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört, ich habe nichts gewusst. Und dadurch ist so von Anfang an was Verlogenes in das Ganze gekommen. Und es ist gar nichts verarbeitet worden. Es ist letzten Endes bis heute noch nicht aufgearbeitet worden. Nicht bewältigen kann man das sowieso nicht, bin ich der Meinung. Das ist ein dummer Ausdruck, die Vergangenheitsbewältigung. Sondern das Erarbeiten sich diese Zeit, das hat eigentlich nicht stattgefunden. Zunächst gab es ja Prozesse und so weiter von Seiten der Alliierten, Kriegsverbrecherprozesse. Aber dann gab es ja einen Punkt, wo das auf einmal keine Rolle mehr spielte und sogar dann doch sehr belastete Leute auf einmal wieder in Amt und Würden gelangen konnten. Ja, also wir haben das schon relativ früh gehört, wie sehr schwer belastete über Österreich und den Vatikan nach Südamerika geschafft wurden. Das war noch in den ersten Nachkriegsjahren. Und dann natürlich wusste man auch, dass die Amerikaner Wissenschaftler nach Amerika genommen haben, auch Nazi-Wissenschaftler, genauso die Russen. Also alle Seiten haben sich da bedient. Das ist wahrscheinlich nach jedem Krieg so. Aber die wirklich einschneidende Situation kam dann 1949 mit dem 131er-Gesetz, wonach die, auch die belasteten Beamten wieder in Amt und Würden kommen konnten. Und das war für mich eigentlich ein Moment, nicht eigentlich, sondern das war für mich der Moment, wo ich wirklich mal verzweifelt war. Da öffneten sich die Gefängnisse wieder, da wurden die Haftstrafen, die verhängt waren, nicht abgesessen. Da kriegte Krupp sein Geld wieder. Und vor allen Dingen kamen die Lehrer und die Beamten wieder in ihre Positionen und nach immer stärker Belastete, auch ehemals stark Belastete, wieder in die Schulen und in die Behörden und vor allen Dingen in die Justiz, wo ja kein einziger Richter vor Gericht gestellt wurde. Heute sind wir so schnell dran, die DDR-Leute vor Gericht zu stellen, aber damals ist kein einziger Richter wirklich verfolgt worden. Es kamen fürchterliche Dinge, die in den Büchern Die furchtbaren Juristen und Die kalte Amnestie ja geschildert worden sind. Furchtbare Fälle zutage. Und da war ich wirklich verzweifelt, denn da hatte ich das Gefühl, 1949, 50, da ist auch wieder die Wiederbewaffnung kam, da hatte ich das Gefühl, der Zug fährt jetzt in eine Richtung, die ich nicht mehr bejahen kann. Und jetzt sind, wie das mal in einem Film hieß, die Mörder unter uns.
Und das fand ich ganz schrecklich. Und da war ich zu dem Zeitpunkt schon Journalistin. Und da habe ich mir auch vorgenommen, journalistisch auf diesem Gebiet zu arbeiten. Und das habe ich jahrzehntelang getan. Artikel geschrieben zu all diesen Dingen, zu all diesen Problemen oder auch Randproblemen. Aber das ist da meine Schiene gewesen. Und ich glaube, dass da damals 1949, 50 die Weichen gestellt worden sind für eine Politik, die ich nicht mehr habe voll bejahen können. So wunderbar demokratisch dann hier vieles geworden ist.